Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. Heute werden wir den Ultra-Speedrun machen durch die letzten Krankenhäuser und das allerletzte Krankenhaus werden wir dann ausführlich machen, weil wir kriegen ja irgendwie immer nur eine neue Krankheit dazu. Und deswegen schauen wir die uns aber noch von den einzelnen Krankenhäusern an. Ah, und bei dem hier übernehmen wir ein Krankenhaus, das staatlich ist, heißt, wir kriegen kein Geld durch Behandlung, sondern wenn wir bestimmte Meilensteine erreichen, heißt, ich müsste jetzt in der Theorie mal jemand weiterbilden, dafür kriegen wir eine Belohnung. Und ansonsten, das Krankenhaus läuft ja bestimmt. Ah, und jetzt haben wir 50.000 als Belohnung dafür bekommen. Und zack, dafür kriegen wir ebenfalls nochmal 50.000. Okay, ja gut, das ist jetzt das Einzige. Heile 5 Patienten mit Pixeliose. Ich glaube, hier die Heilung für Pixelose müssen wir auch noch erforschen. Hier, Auflösungslabor, das sieht so nach Pixeln aus. Ich hoffe es mal, das steht nie richtig dabei. Oh Gott, es brennt! Wo ist ein Hausmeister? Wo ist ein Hausmeister? Wo ist ein Hausmeister? Ach, da ist schon ein Hausmeister, oder wie? Ah, der löscht schon. Alles gut. Was? Epidemiewarnung? Im Krankenhaus wurde die ansteckende Krankheit fürchterlicher Fluch gefunden. Die Seuchenschutzbehörde des Two Point County TPCDTC wird es belohnt, wenn sie sich nicht einmischen müssen. Oh, okay, wir haben Impfstoff. Der fürchterliche Fluch ist am Gang der Betroffenen zu erkennen, der an Patienten erinnert, die an vorzeitige Mumifizierung leiden. Die Krankheit breitet sich durch kräftiges und uraltes Niesen aus. Okay, alles klar. Und wie mache ich das? Muss ich die jetzt einzeln anklicken und dann impfen? Wie sieht komisch Laufen aus? Ah, hier, der. Ich erkenne komisches Laufen, wenn ich sehe. Der da. Impfen. Du läufst auch komisch. Oh, okay, dann haben wir die Epidemie jetzt irgendwie bewältigt. Alles klar. Und wir haben das Auflösungslabor freigeschaltet. Perfekt, okay, Leute. Wenn wir jetzt die Leute vaporisieren oder wie funktioniert ein Auflösungslabor, ist jetzt die große Frage. Naja, okay, wir haben einen Arzt, der das machen kann. Wir haben auch Patienten, die, glaube ich, jetzt anrücken. Zwei in der Warteschlange. Oh, okay, und wir sind verschuldet. Haha, lustig. Heißt, wir müssen einen Kredit aufnehmen. Kein Problem für uns. Ich muss ja auch nur noch 5 Patienten heilen, dann ist eh alles egal. Oh, da kommt er rein. Er ist verpixelt, dann geht er rein, aber was passiert dann mit ihm? Wieder einfach einmal drehen. Ein paar Pixel außenrum. Eine lustige alte Videospiele-Animation und es war schon. Ja, perfekt, der sieht so aus, als wäre er geheilt. Aber das weiß man nie, bevor die rauskommen. Komm mal raus. Ja, das machst du super, Jupfer. Oh, okay, ich habe ihn umgebracht. Und unser finaler Patient? Hä? Personalstimmung ist nicht gut. Ich weiß, wie ich das ändern kann. Indem ich einfach den Traurigen mehr Geld gebe. So, und dann werden die ganz automatisch wieder glücklicher. Ganz bestimmt. Oh, wir haben es geschafft. Ja, die letzten 2 Krankenhäuser vor dem Großen. Oh, Gott sei Dank. Nein, ich habe gedacht, das und das sind die letzten 2, dann kommt das Große, jetzt gibt es noch das, das und das. Und dann gehen wir erst in die Stadt. Oh, nee, ich will doch nur in das große Ultra-Krankenhaus. Naja, was will man tun? Dann spielen wir halt das hier. Crockle Bay, die Stelle, an der Touristen anscheinend mich überschwemmen. Super, aber hier ist es wärmer, heißt, ich brauche anscheinend... Alter, das ist die große, krasse Neuerung in diesem Krankenhaus. Ich brauche Klimaanlagen. Hohoho. Weitere Diagnose benötigt. Was? Braucht er diesen Mega-Untersuchungsding? Braucht er Röntgen? Fortschrittliche Diagnose? Oder braucht er hier den Megas... Wo war der Megascanner? Hier, Megascanner. Der braucht den Megascanner, ich wette. Oh nein, ich habe keinen Platz. Warte. Bearbeiten. Verschieben. Dahin. Zack. Und jetzt brauchen wir den Megascanner. Oh, darauf habe ich gewartet. Zack. Megascanner. Oh, was ist das? Das ist ja lustig. Machen wir das hier an die Wand. Das war... Oh ja, ich brauche den Megascanner. Oh, wo ist er hin? Wo ist der? Der Typ hat das Ding nicht mehr über den Kopf. Heißt, der geht da jetzt hin. Der geht hier 100 pro rein. Ah, das ist ein Kernspinn-Tomo, Tomo Krabbelkraft. Hä? Was bist du? Du darfst mal ganz nach vorne, was auch immer du hast. Du bist Platz 1. Der kann Radiologie. Ja, dann gehst du hier rüber. Egal, was du auch gerade gemacht hast, ich habe jetzt eine neue Krankheit. Erstmal jemanden befördern, wer auch immer. Zur Feier des Tages gibt's eine Beförderung. Oh, was hast denn du? Oh, mein Doktor wirkt aber nicht sonderlich
energisch. Ah, oh, okay. Es wird runtergefahren. Er legt sich drauf. Wow, diese Action. Er fällt hoch und rein. Oder? Ja, er fällt rein. Seine Energie ist low, aber bitte. Irgendwie die erste Behandlung geht immer schief. Ich will, dass er überlebt. Warte, ich guck mal von der anderen Seite. Oh, guck mal, der freut sich. Zustand zu warm. Oh, im Raum ist keine Klimaanlage, aber darum kümmere ich mich gerade nicht. Außer explodiert ist deswegen, aber dann kann ich ja nichts dafür. Diagnose benötigt. Diagnosesicherheit 22%. Okay, jetzt müsste er mal eine höhere haben. Das ist ja ein Diagnosegerät. Jetzt müssen wir ja ganz genau wissen, was er hat. Was hat er? Ja? Hallo? Diagnosesicherheit 76%. Und jetzt? Weiterbildung benötigt. Ich will wissen, was ich da gerade... Ah, ich kann jetzt hier Abrundungstherapie erforschen. Perfekt. Dann erforsche ich das. Und dann können wir die behandeln. Und dann haben wir es eigentlich. Da müssen wir nur Krankenhauswert. Das kann ich erreichen, indem ich Pflanzen aufstelle. Und dann heilen wir die. Das wird super. Und wir haben das auch endlich fertig erforscht. Okay, und jetzt haben wir die Abrundungstherapie. Heißt, ich habe die Krankenhausattraktivität schon mal erhöht mit unseren ganzen coolen Pflanzen. Jetzt können wir die Abrundungstherapie bauen. Oh, das wird cool, hoffentlich. Oh Gott, wie groß muss denn das sein? Krank. Naja. Oh. Ist ja auch wieder so eine Gigamaschine. Was zur Hölle? Hier machen wir die hier vorne hin. Braucht wahrscheinlich auch nichts anderes drin. Verkaufen die zwei Dinger da. Und dann muss da nur noch, damit den Leuten auch schön kühl ist, zwei Klimaanlagen rein. Oh, für unsere beste Behandlung. Und natürlich, falls sie durstig werden. Die zwei Sachen dürfen nie fehlen. Okay, perfekt. Was braucht es? Braucht es hier einen Arzt oder braucht es nur einen Krankenpfleger? Ein Arzt. Heißt, wir stellen neuen Arzt nur speziell hierfür ein. Der kann auch Leute weiterbilden oder was auch immer der hat. Und ungültiges Verschieben. Perfekt. Oh, unser erster Gast. Oh, das wird ultra nice. So. Okay, der ist kubisisiert. Jetzt geht er da rein. Ich muss sagen, die sehen aber... Was? Hat er sich da gerade so durchgeglitscht? Ja, er wird gegriffen. In den Trichter geworfen und dann kommt er da irgendwie wieder besser raus, oder wie? Oh, das wäre ultra lustig, wenn auch andere Sachen mit oben reingeworfen werden. Anscheinend wird er einfach... Ah! Oh, Gottes Willen! Okay. Alles klar. Krank. Krank, was hier gemacht wird. Oh! Was? Okay, und jetzt wird wieder so ein Hautlappen einfach mit dem Zeug gefüllt. Naja, wie auch sonst sollte man sowas heilen. Perfekt, einer geheilt, dann fehlen nur noch 10. Ah, und anscheinend brauchen wir tatsächlich immer noch so ein Röntgending. Okay, und wie funktioniert das? Laufen einfach durch. Okay, was zur Hölle? Der trinkt da drin? Und ist nackt? Hä? Alles klar. Ach nee, jetzt wissen wir, welche Krankheit er hat. Und es gibt irgendeine Nacktheitskrankheit. Okay. Oh nein, jetzt habe ich die 10 Patienten, aber irgendwie geht mein Krankenhaus jetzt wieder bergab. Und deswegen, oh nein. Oh, ist mein Krankenhaus nicht mehr so viel wert. Oh, ich hab's geschafft. Wie habe ich jetzt das Geld bekommen? Egal, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wir gehen zurück zur Karte. Oh. Okay, das heißt, ich kann jetzt das Krankenhaus hier als nächstes starten. Oh. Sweetie Palms, einer erdbebenreichen Gegend. Was muss ich hier machen? Wieder einen Wert erreichen. Patienten mit Mumifizierung. Das muss ich wahrscheinlich wieder erforschen. Heilungsrate muss ich auch recht hoch haben. Temperaturkomfort. Oh Gott. Naja, immerhin habe ich es geschafft, diesmal die Behandlung für unsere Krankheit, die Mumifizierung, relativ früh zu erwerben. Heißt, wir haben direkt eine neue Behandlung, und zwar die Kryptologie. Damit können wir, oh Gottes Willen, ich brauche auf jeden Fall erstmal Geld, Mumien behandeln, falls sich einer unserer Patienten mal wieder in eine Mumie behandelt. Wer kennt dieses Problem nicht auch, diese Patienten von heute? Haben sich einfach kein Stück mehr im Griff. Es ist einfach nur schrecklich. So, okay, wir machen eine Klimaanlage und eine Kaffeemaschine. Einfach so, weil vielleicht freut das ja den Gast. Und eine schöne Blümchen. Okay, ich bin gespannt. Oh, das sieht cool aus. Sehr gut. Hä? Was ist mit euch kaputt?
Sei verwirrt? Ich muss aufs Klo, durstig, zu warm. Da wäre ich auch einfach nur noch verwirrt und würde stehen bleiben. Durstig kann ich auch lösen, wisst ihr? Könnt ihr hier einen Trinkbrunnen haben? Auf Toilette müsst ihr selber finden. Hier, ich heb dich mal hoch, vielleicht weißt du dann wieder, wohin du musst. Hey, was ist falsch mit dir? Ah, jetzt hat er sich beruhigt. Oh, unser erster Patient. Was wird passieren? Wird er in den Sarkophag steigen und dann entmumifiziert wieder rauskommen? Mit etwas Hunger? Oh Gott, da wird ja richtig eingesaugt. Der kann sich nicht selbst einlegen. Hier wird luxuriös behandelt. Oh ja. Ich hoffe doch, er sieht jetzt halbwegs normal aus und nicht komplett zertrocknet. Wir haben es geschafft, wir haben ihn geheilt. Beim ersten Versuch. Oh, richtig gut. Und ich habe auch die restlichen 15 Patienten geheilt, aber irgendwie habe ich ein anderes Problem. Meine Ärzte bringen meine Patienten um. Wir haben nicht mal eine Heilungsrate von 50% und wir brauchen 60%. Soll ich es einfach warten? Soll ich den Patienten, denen schlecht geht, aus Angst, dass sie sterben, einfach alle nach Hause schicken? Oder was soll ich machen? Oder soll ich die direkt zur Behandlung schicken? Das geht ja anscheinend auch, dass die vorgelassen werden. Aber wenn ich sie wegschicke, können sie ja eigentlich hier nicht sterben. Und Gesundheit kritisch, ja, würde ich mal sagen, geh mal nach Hause, damit du mir nicht abgezogen wirst. Oder wird er mir dann auch abgezogen? Ich weiß es nicht. 35% Heilungsrate. Also, die müssen, glaube ich, alle viel zu lang warten. Das ist das große, große, große Problem. Ha! Oh, meine Ärzte haben es hinbekommen. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's allerdings für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich habe, glaube ich, 6 Stunden jetzt gespielt. Oh, und wir sehen uns beim letzten großen Krankenhaus. Die nächsten zwei... Nee, das sind 3 Krankenhäuser. Die werde ich... Oder 2 werde ich so spielen und dann werde ich euch die neuen Behandlungen zeigen im großen neuen Krankenhaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Sehen. Es ist wahrscheinlich jetzt... Ja, es kommt um 0 Uhr. Es tut mir leid, ich habe früh genug angefangen. Tschüss, schlaf schön.